Smash Gym. Und das wird nice, weil das einfach ein gutes Gefühl ist. Wenn du die App wieder öffnest, bist du einfach genau da. Und dass sich sozusagen diesen State merkt. Bin ich mal gespannt, wie ich das genau machen will. Ich habe da aktuell schon ein System. Eigentlich müsste ich das System ändern, wenn ich es nice machen will. Aber ich glaube, ich passe es einfach ein bisschen an. Das sollte ziemlich schnell gehen. Und dann ist der Plan, das Nutzerinterface und so ein Dashboard zu bauen, wo du alle deine Trainingsdaten und so siehst. So ein richtig schönes, Sci-Fi-mäßiges Dashboard. Bin ich mal gespannt, ob ich das überhaupt schaffe. Was du hier siehst, ist dann endlich so ein grober Sketch von der Logseite in der App. Wie ich mir die vorgestellt habe und wie ich die letztendlich dann machen will, weil ich habe Pläne im Kopf. Dieses Video wird unterstützt durch smashice.de. Trainingspläne, die dich voranbringen. Ich habe jetzt umgestellt von Photoshop auf Affinity Photo. Warum? Weil Affinity Photo einfach genauso viel kostet wie Photoshop monatlich. Und zwar einmalig. Das heißt, ich will letztendlich Geld sparen. Ich habe Photoshop, muss ich ehrlich sagen, noch nie besessen. Ich habe mir eine VM gemacht mit der Testversion drin. Das Internet war davon gekattet, mein Photoshop. Weil am Anfang hatten wir es immer lokal gecheckt. Dann hast du aber einfach die Zeit unendlich weit nach hinten gestellt, dann ist deine Trial auch nie abgelaufen, du hast Updates und alles sogar noch bekommen, ja. Gut, ich will es auch nicht cracken, weil die meisten Cracks sind Viren. Okay, ich könnte es in der VM cracken, aber das ist mir mittlerweile zu langsam. Also es braucht ewig, bis irgendwas aufging und so. Und das war früher kein Problem. Mittlerweile fange ich aber an und will mehr machen mit Photoshop und auch manche Thumbnails oder so. Will ich einfach ein bisschen besser machen. Und da fuckt mich das halt ab, vor allem momentan zeitlich. Deswegen, Affinity Photo hat während Covid, ja, momentan einfach 90 Tage kostenlose Trial, deswegen habe ich das da innen drin. Ich bin mal gespannt, wie der Feature-Verlauf ist. Für mich als einfacher Nutzer ist es wahrscheinlich dasselbe. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich irgendwann merke, ich brauche Photoshop, kann ich es immer noch abonnieren und kaufen. Und was auch noch ein Riesenproblem war, ich hatte eine Testversion auf dem Mac. Auf dem Mac hat das irgendwelche Kack-Services installiert mit der Creative Cloud, wo ich dann auf einmal 100% Akku-Auslastung hatte und der Akku einfach leer gegangen ist, weil Photoshop im Hintergrund irgendeine Scheiße gemacht hat mit diesem Kack-Creative Cloud-Shit. Deswegen, da findet ihr die Foto, ich test's, wenn ich es weiter benutze oder so, kriegst du eh alles hier mit und geh jetzt mal Sport. We'll never be the same. Never. Came up with the whole team, viral without one meme. Y'all backseat with the freestyles, I'm up front with the damn keys. I'm in drive like Gosling, Blade Runner to the fall shit. Came in with a full clip, won't leave till I hit. Ja, und so sieht das einfach aus, wenn ich nachts kurz vorm Pennen gehen noch irgendwelche Ideen hab. Sitze ich hier auf dem Bett, bam, greif mir schnell einen Stift und schribbel die einfach hier dran. Irgendwelche Insta-Content-Ideen oder so, die ich da hatte. Und dann gehe ich her, wenn ich Zeit habe, am nächsten Tag, bam, hau die hier in OneNote rein. Like OB, flow star tech like Tony. Been me since 9-3, I'll shapeshift so low-key. I've been moving like crypto, stuck with it like tiptoe. They say I've been up next, like tell me something I don't know. I make hits, you make excuses, bass hit till it leave bruises. Carry on with the flow knocking, coming at me like a fair faucet. Local and global, now the universe can see the bit. Freunde, es ist soweit. Einfach nice, guck dir das einfach mal an. Ich plan ja schon seit gefühlter Ewigkeit endlich hier dieses Log, also diese Oberfläche, ordentlich und schön zu machen. Aktuell sieht die ziemlich scheiße aus, aber ich habe es endlich geschafft, diesen scheiß Graphen hier unten ordentlich hinzukriegen, dass ich den hier zeichne. Und das mache ich hier mit diesen Punkten. Aktuell habe ich die hier einfach manuell hinzugefügt, da ist noch überhaupt keine Logik und sonst was dahinter. Und das ist auch nur eine Demo-App. Live sieht es aktuell noch scheiße aus, weil ich dafür irgendein Tool benutze, in so einem Plugin. Aber damit wird das geil, wenn ich das hier alles selber zeichne, dann wird das hier so schön. Ich hoffe, dass ich da noch Shader reinmachen kann, dass es richtig geil aussieht. Und dann hast du hier so ein riesen Sci-Fi-mäßiges Overview. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, wie zum Beispiel in Star Wars, wenn die diese Raumschiffe angucken, wo die fliegen und so weiter, wie so ein Overview aussieht, so Sci-Fi-mäßig, Space-mäßig. So ungefähr will ich das auch designen, dass das Smash-Gym
Overview genau so geil aussieht, dass wenn du da drauf gehst, du dir einfach sofort denkst, ey, ich sehe sofort irgendwie meine Leistung, bla bla bla, wie ich vorankomme, wie ich nicht vorankomme. Und das Wichtige ist, du willst einfach teilen, was einfach geil aussieht. Dann kannst du deinen Freunden zeigen, ey, so komme ich voran. Und was für mich auch noch cool wäre, ist, wenn du die App mit Freunden teilst und dann eben viel mehr Leute die App benutzen, weil mit mehr Leuten gibt es mehr Trainingspläne da drin, weil du kannst die Trainingspläne teilen und dementsprechend können wir auch eigentlich die Community machen. When I take off, wings don't stop, no Rick Ross. If you complain, I won't complain, or don't try to book my name. Price about to go way up like SpaceX over LA. I'm Elon in a rap game, I was slept on till I game changed. They called me crazy, now my life is insane. They told me that I was crazy. They said that I lost my mind. Schau mal, nach der Arbeit jetzt erstmal skaten gehen, danach ein bisschen Sport machen. Und ich hoffe, dass ich danach ins Mischgym noch weiterarbeiten kann. Mal schauen, je nachdem, wie die Kraft, wie die Müdigkeit da ist. Weil ich habe heute wirklich ewig gebraucht, bis ich aus dem Bett kam. Ich habe mich auch wieder nochmal hingelegt, wollte 5.30 Uhr aufstehen. Am Ende bin ich dann irgendwann so 6.30 Uhr, 7 Uhr so richtig wach geworden. Aber war auch nicht richtig fit und keine Ahnung was, einfach müde. Jedenfalls, ich hoffe, dass ich auch noch weiterarbeiten kann, weil der Graph sieht jetzt angenehm aus. Ich will ihn aber nur noch so Sci-Fi-mäßig hinkriegen, wie ich das möchte und wie ich das hier im Kopf habe und vom Layout, dass es alles geil ist. Vorher bringe ich den nicht in die App, vorher brauche ich keine Logik zu schreiben, wenn der Graph eh nicht so aussieht. In the end we all go crazy. I just didn't waste no time. If living for a dream is crazy, I don't ever wanna be sane. I don't ever wanna be like you. I'll die before we become the same. I am everything that got you here. I was that self-belief when no one else believed in you. I'm infinite, endless. You depend on me for ambition, I depend on you for existence. I stay on the quantum level, I've been pulling strings. I got greatness on my resume, I made a couple kings. I'm an all-seeing entity. Was du hier siehst, ist dann endlich so ein grober Sketch von der Logseite in der App. It's amazing all that you can do. Introducing thoughts, flashback to the past. Fast, that's an ego trip. That's a fast pass to that anger and I'm loving it. It's negativity, that what do people really think of me? That you ain't heard of me, that fuck you if you never think of me. Mir die vorgestellt habe und wie ich die letztendlich dann machen will, weil ich habe Pläne im Kopf, aber ich kriege die im Code nicht so schnell visualisiert. Das heißt, ich bin nur am rumprobieren und sehe nicht ganz genau, wie das jetzt sein soll. Und da bin ich momentan ein bisschen am Googlen. Ich google letztendlich einfach Star Wars Hut, Star Wars Blubble Bases und so weiter, um zu sehen, was ich da für Bilder im Kopf habe zu diesem Sci-Fi UI und um das Ganze letztendlich hier hinten umzusetzen. Ich benutze da gerade Affinity Designer, weil ich dann eine 90-Tage-Testversion habe. Richtig geil. Und guck einfach mal, ob ich da das Ganze zusammenkriege. Und wenn ich da viel zusammenkriege als Bild, kann es vielleicht sogar sein, dass es meine Hoffnung, weswegen ich es auch da mache, ist, dass ich dieses Bild nehmen kann und skalieren kann. Und dann sind beispielsweise in diesem UI diese Linien. Also wenn du dir vorstellst, Sci-Fi UI, du hast diese Neon-Linien oder so, dass die dann dort drin sind, mit skalieren und ich dann nur noch die Graphen, die ich da reinsetze in dieses User-Interface, verschieben muss. Das wäre für den Code viel, viel einfacher. Mal schauen. Zur Not habe ich es da hinten einfach visualisiert und kann es nicht. What do they know? That voice inside your mind, who gets high up of what we do now, let go. They told me that I was crazy. They said that I lost my mind. Ja, moin. Ich hab's geschafft. Ich bin einfach mal wieder fucking vor 6 Uhr wach gewesen, konnte duschen gehen und bin jetzt um 6 Uhr hier. Nur mir jetzt einen Laptop, fang an Zwischturm zu coden. Einfach geil. Danach mal schon Insta-Stories, Instagram, Smash Muskelaufbau und Smash Business. Puh. In the end we all go crazy. I just didn't waste no time. If living for a dream is crazy, I don't ever wanna be sane. I don't ever wanna be like you. I'll die before we become the same. I don't think you know me, I don't think we homies. Don't think that you control me, I'm the one and only. You're the product of my mind, product of my life. You're a sickness, you're a pest, you're my kryptonite. Ja, die Post war eben da. Und das Allergeilste ist, das hier ist wahrscheinlich das letzte Video, was mit der GoPro gefilmt ist, also mit der Hero 5. Weil wir haben ein neues Baby. Und der Vorteil von der 8 ist, dass die ordentlich streamen kann mit RTMP-Servern. Das ist Video-File-Server, blablabla. Was mich aber doch noch gerade ein bisschen abfuckt an der 8er ist, ich habe gehofft, dass mein Unterwassergehäuse funktioniert. Also ich benutze die eh nicht viel unter Wasser und die hat, glaube ich, aus 10 Meter oder so Wasser
ist sie wasserfest, aber er hat gehofft, mein Bruder gebe ich dir zum Tauchen immer mit, dass die hier reinpasst. Jetzt muss ich das Gehäuse hier extra verkaufen, weil ich das auf eBay natürlich nicht mit der drin habe, weil ich ja gehofft habe, dass ich es weiterverwenden kann. Aber gut, so ist das. So, wir haben jetzt hier 60p, 2,7k, Schärfe auf Medium, ISO 400, linear, das ist letztendlich dieselbe Einstellung auf der 5, sowie auf der 8. Und was ich sagen muss, ist auf jeden Fall Farbe auf beiden GoPro und die 8 ist auf jeden Fall deutlich heller, also das sieht man direkt schon, dass sie hier deutlich, deutlich mehr Licht rausholt im Dunkeln, was schon mal geil ist, weil ich ja gehofft habe, dass die ein besseres Lowlight hat. Und ich habe hier wirklich nicht viel an Licht, also ich habe wirklich nur hier draußen das bisschen, was hier durch den Rollladen kommt. Das ist halt so eine normale, schlecht belichtete Abend oder Innen. Gehen wir mal hier aufs Gesicht, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das aussieht, aber es ist natürlich schon ein riesen Unterschied zwischen den beiden, würde ich sagen. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mir die 8 geholt habe. Ich laufe hier auch gerade einfach ein bisschen rum, habe die Arme so ein bisschen ausgestreckt. Man sieht natürlich schon direkt, wo der Unterschied ist, welche wie stabilisiert. Jetzt sind sie wieder beide. Bam, bam. Oh ja, diese Mittagspause ist zu geil. So nice. Erst kommt die Oma und klingelt nochmal über uns, konnte ich mich mit ihr unterhalten. Sie stand halt dann unten vorm Zaun, ich oben an der Haustür. So hatten wir halt auch irgendwie 2 Meter Abstand oder so. Ist genial. Konnte ich mich mit ihr nochmal länger unterhalten. Und Post vom Finanzamt. Meine Steuererklärung wurde doch abgegeben. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass es nicht abgegeben wurde. Aber hat halt jetzt einfach 2,5 Monate gedauert. Aber gut, die haben auch Corona. Die brauchen auch Zeit. Brauchen eh lange. Also von daher alles gut. Und ich krieg 480 Euro oder so einen Scheiß zurück. Ein Traum. Weißt du, was das heißt? Das ist 480 zurückbekommen. Das heißt, die bezahlen mir die GoPro. Das heißt, ich krieg die GoPro zurück, weil ich ja 150 oder so Aufpreis bezahle zu der jetzigen. Das heißt, es ist jetzt auch egal, ob ich dieses Case noch verkaufen kann. Ich habe geguckt, so zwischen 5 und 10 Euro sollte das bringen. Besser als nichts, aber ja. Und die bezahlen die Instagram-Accounts. Auf den Instagram-Accounts bin ich von dem Budget, was ich eigentlich gesetzt hatte, für den Account insgesamt momentan im Minus. Das heißt, ich leihe mir faktisch Geld aus meinen anderen Budgets. Und jetzt habe ich erstmal auf jeden Fall wieder dick Kohle für Instagram. Wie es da weitergeht, nächste Woche. Diese Woche war kein Instagram, diese Woche war es nicht. Ich zocke jetzt hier noch eine Runde, so ungefähr 10 Minuten oder so. Okay, ich Sport machen, wahrscheinlich nur ein bisschen skaten. Und ich habe eben noch OBS-Szenen gebaut, weil ich ja vor allem mit der GoPro 8 überlege, dann auch ein bisschen mit Streamen, Fitness relevant oder vielleicht sogar auch zocken. Shit, hab ich gerade ausgerissen. Und mal schauen, wie das wird. They told me that I was crazy. They said that I lost my mind. In the end we all go crazy. Ich fahre heute wieder zu Phil. Der Plan heute ist, seinen PC zusammenzubauen bzw. seinen PC aufzurüsten und zu gucken, wie wir mit der GoPro dann am Ende streamen können. Ich hatte eigentlich überlegt, ob ich mich hinfahren lasse oder so, aber ich weiß nicht, wie lange wir heute machen. Und ich werde mich morgen zu Yannick fahren lassen, weil ich kann ja aktuell kein Auto fahren, weil meine Eltern mich nicht in Audi lassen. Deswegen werde ich Skateboard nicht mitnehmen. Wir hätten eigentlich überlegt, ob wir skaten. Machen wir anders wahrscheinlich. Und ich will nicht mehr den großen Rucksack mitnehmen, weil ich das ganze Kamerazeug und so weiter nicht brauche. Das heißt, ich werde die Kamera wahrscheinlich auch hier lassen. Die G5, die kleine, mitnehmen. Und natürlich halt die GoPro, die 8, die neue. Und die habe ich in einem kleinen Case. Und da habe ich dann am Ende letztendlich nur noch diesen kleinen Rucksack, mit dem ich dann fahre. Laptop rein, Mini-Kamera, Mini-GoPro rein, bam, bam, bam. Dann sehen wir uns bei Phil. I just didn't waste no time. If living for a dream is crazy, I don't ever wanna be sane. I don't ever wanna be like you. I'll die before we become the same. 14:25 Uhr. Thank you.
macht der ganz gut, der dreht einfach nur die Sachen raus. Keine Ahnung, aber er kann sowas. So kurz ich das mit. Das ist der Schamanische Kühler, der da irgendwie mitkam. Ein Ryzen 3700, 32 Gramm. Und wir mussten halt hier so ein kleines ITX-Board nehmen, damit es hier in seinen komischen, vorgebauten PC da reinpasst. Ich bin froh, dass wir das überhaupt upgraden können. Ja, Mann. Ich mache mich jetzt wieder heim. Und dann zocke ich mit dem Dude noch ein bisschen, weil der es streamt. KDG-Sayori. Ihr kennt's mit Y, nicht mit J. Und das Problem bei dem gerade ist mit dem PC, sein Netzteil ist shit und hat einen ganz normalen CPU-Anschluss irgendwie nicht, wo du CPU-Power anschließen kannst. Und deswegen bestellen wir da jetzt neue Scheiße und so weiter. Das heißt, nächste Woche Freitag am Feiertag, 1. Mai, bauen wir mit dem wieder einen Stream. Das GoPro-Setup haben wir dementsprechend auch nicht umfuhlt, weil seine Eltern waren so nett zum Essen einzuladen, haben gegrillt. Nice. Und dann teste ich das GoPro-Setup selber. Mal schauen, ob wir dann irgendwelche Homeworkouts oder so streamen können, weil das wäre schon saugeil. Vor allem jetzt während Covid wäre es halt saunice, wenn ich irgendwelche Homeworkouts mache mit Kamera auf dem Kopf und einer Kamera, die so komplett zeigt, was ich gerade mache. Mal schauen, ob das feierst. Gute Hugo von Janiks Mutter, dann höre ich alkoholfrei. Natürlich alkoholfrei, ein wahres Zuckergetränk, ist ein Träumchen, sehr gesund, stärkt die Gehirnfunktion und das brauche ich. Ja, ne. Aber ansonsten am Arbeiten. Aber das natürlich auch vorbildlich ausgestattet. Mit Masken. Und ich werde sie präsentieren. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Sorry. Das war ein Fehler von mir. So. Wie sehe ich aus? Wie so ein Zahnarzt oder so Tarasgehilfe. Böse. Ja, zieh mir mal den Zahn. Haben wir noch Content, was wir bringen können? Wir jetzt hier. Können wir über Coaching reden. Oder Instagram auswerten könnten wir machen. Das könnten wir echt machen. Oder machen wir es nächste? Machen wir nächste Woche. Genau. Nächste Vlog. Mach nächste Vlog wieder Instagram. Nächste Vlog, Jungs, bleibt dran. Wo die Insta-Ausstellung. Aber daran arbeite ich momentan, dass das User Interface responsiv ist und dass ich das dann auch noch ordentlich im Hintergrund dann kohle, wenn es einmal jetzt hier Proof of Concept mäßig geil aussieht und auf jedem Gerät geil aussieht. Sub rein, hier sind auch noch zwei Videos, die du gucken kannst. Das meiste auf meinem Kanal ist Fitness oder Vlog basiert. Also das, was bei mir gerade abgeht, oder Fitness. Wenn du aber Fragen hast, schreib die einfach mal in die Kommentare, dann mache ich da auch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, guck dir einfach die zwei Videos an.